Auf jedes gute Partybuffet gehören natürlich auch Frikadellen. Aber immer wieder die gleichen einfachen Frikadellen, das wird auf Dauer langweilig. Wenn du nach neuen Ideen suchst, dann bist du jetzt und hier genau richtig. Ich habe mal ein Dreierlei aus Frikadellen erstellt und heute ist Teil 1 gefüllte Dönerfrikadellen dran. Wie ich die gemacht habe, das erfährst du in diesem Video. Ich bin Kalle und du bist bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für alle drei Frikadellenarten habe ich die gleiche Grundmasse genommen. Die besteht aus den bekannten Frikadellenzutaten und zwar 2400 Gramm gemischtes Hackfleisch, 5 Eier, 150 Milliliter Milch, 2 Esslöffel Senf, 3 mittelgroße Zwiebeln, Paniermehl, Salz und Pfeffer. Ich habe im Übrigen 1600 Gramm Schweinehack und 800 Gramm Rinderhack genommen. Und speziell für die Dönerfrikadellen 800 Gramm von der Frikadellengrundmasse, 3 Esslöffel selbstgemachtes Dönergewürz und 100 Gramm klein geschnittener Goudakäse. Als erstes habe ich das Rinder- und Schweinegehackte zusammengefügt und gut durchgemengt. Nebenbei, habt ihr mal 2400 Gramm Hackfleisch durchgemengt? Das war eine ganz schöne Arbeit, aber das gibt Unterarme. Wenn alles gleichmäßig vermengt ist, dann kommen die 5 Eier dazu. Dann die sehr fein geschnittenen Zwiebeln. Kleiner Tipp: ein Gemüsezerkleinerer übernimmt die Arbeit. Da ich noch einiges vorhatte, habe ich dadurch die Zeit gut verkürzen können. Jetzt vorsichtig salzen. Ich sage deswegen Vorsicht, weil das Dönergewürz ja auch noch Salz mitbringt. Dann kommt der Senf dazu, das Paniermehl und die Milch ebenfalls. Und weil es eben schon so schön war, wird jetzt wieder alles gemengt. Wenn alles gut vermengt ist, wird die Frikadellenmasse gedrittelt. Und dann kommt das Dönergewürz dazu. Wie gesagt, ich habe selbstgemachtes Dönergewürz verwendet. Wie ich das gemacht habe, das seht ihr in diesem Video hier oben. Zum Befüllen und zum späteren Backen der Dönerfrikadellen habe ich eine 12er Muffinform verwendet. Das Hackfleisch nun in die einzelnen Muffinformen füllen und in die Mitte eine Mulde drücken. Dabei darf ein kleiner Rand nach oben entstehen, wie hier zu sehen. Für die Füllung habe ich Goudascheiben aufeinander gelegt und in Würfel geschnitten. Diese kommen jetzt in die Mulden rein. Dann werden aus der Hackfleischmasse kleine Deckel geformt, oben drauf gelegt und gut angepasst. Und das habe ich mit allen Förmchen so gemacht. So sieht dann das Ende der Vorbereitung aus. Dann ab in den Ofen und bei 160 Grad Umluft für 30 Minuten backen. Und so sieht dann das Endergebnis aus. Wer aufmerksam zugeschaut hat, der hat gesehen, ich habe die Förmchen nicht eingeölt. Das Hackfleisch verliert so viel Fett, dass es sich sozusagen selber einölt. Schaut mal, wie einfach man die Frikadellen jetzt aus der Form wieder rausbekommt. Das Fett in den Förmchen habe ich dann verwendet, um die nächsten Frikadellen damit anzubraten. Natürlich musste dann erstmal noch getestet werden, wie die Frikadellen innen drin aussehen. Naja, sie sahen gut aus und ich habe es mir auch schmecken lassen. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und auch guten Appetit. Im Teil 2 meiner Frikadellen-Trilogie geht es um gefüllte Chili con Carne Frikadellen. Das Video dazu seht ihr hier oben. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.